Hey Kinders, was geht bei euch ab? Ständig werde ich gefragt, wie man Overwatchen kann, was man dafür braucht und so weiter und so fort. Dabei gibt es 8 Milliarden Seiten, wo man sich sofort einlesen kann, wie es geht. Aber da ich trotzdem ständig gefragt werde, dachte ich mir, ich mache es jetzt schnell als Video. Da kann ich einfach sagen, ja guck mal, da ist der Link und schau an, wie ich gepimmelt habe. Folgendermaßen läuft die Geschichte. Als Overwatcher muss man einfach nur ein vertrauenswürdiger Teil der Steam- und Counter-Strike-Familie sein, also so ungefähr umschreiben sie es, aber es ist natürlich noch genauer beschrieben, keine Sorge. Und zwar braucht man in der Kurzfassung Folgendes, ich lese es euch gleich vor, ich habe es nämlich auch offen im Browser. Wart kurz. Na komm, ein Kill muss noch reingehen, ja, sehr gut. Oh. Und zwar braucht man Wettkampfsiege, Spielzeit, Accountalter und Skillgruppe, das ist wichtig. Ja, man braucht Minimum, so war es bei mir, 150 Wettkampfsiege. Das wurde wohl ab und an verändert, war früher weniger, aber... Dumm. Aber ich denke, es ist immer noch so in dem Bereich, also 150 oder 200, so irgendwie. Oh Gott, da ging noch rein, nice. Hängt euch schon mal rein und macht schön eure Wettkampfsiege, ja, damit ihr die voll kriegt. Des Weiteren muss euer Accountalter stimmen, also es kann kein neuer Steam-Account bzw. neuer CSGO-Account sein. Weil so jemandem kann man ja nicht zwingend vertrauen, der sich das Spiel einfach gerade gekauft hat. Bei so jemandem kann man vor allem nicht wissen oder denken, man sollte nicht denken, dass er viel Wissen über das Spiel hat, ja, weil der Account ja ganz frisch ist. Die Skillgruppe ist auch entscheidend, denn wenn ein Silber 1 einfach grundsätzlich Overwatchen könnte, dann würde er wahrscheinlich allen Leuten einen Bann geben, die einen Headshot machen. Deswegen muss man mindestens, ich glaube es war Gold Nova 4 sein oder AK oder so. Na, ich glaube Gold Nova hat bereits ausgereicht. Willst du vielleicht nicht mal endlich dich materialisieren, du Dreckarsch? Oh, ich schieße 800 Jahre auf ihn drauf und er ist einfach ein Geist. What the fuck, dude? Ja, komm. Schwindler. Das ist, Swindler ist er. Okay, trotzdem Schwindler. Ha! Bitch! War da einer drin? Hey, das war dieses Bild von der halbnackten Frau? Da ist ein Bild von einer halbnackten Frau da drin? What the fuck, dude? How is this even possible? Das müssen wir uns kurz angucken. Scheiß auf den Sieg, ich will kurz die Frau angucken. Guten Morgen, Herr Nachbar. So ein Urmännergeräusch. Kann kurz jemand herkommen, weil ich eben Zeit versemmelt habe. Ah, die Schitten schon haben sie mich überholt, die Schweine. Aber egal, wir haben die Frau gesehen. Ja, also der Skill ist auch wichtig. Und die Spielzeit ist auch nochmal eine wichtige Sache. Da kann man dann auch davon ausgehen, dass wenn jemand X Zeit hat, dass er sich halt schon so ein bisschen auskennt. Hallo? Im Spiel. Und die Spielzeit lag bei mir, glaube ich, bei 400 Stunden. 400 oder 500? Bin mir nicht ganz sicher. Ha. Easy peasy 360 on scope. So nennt man das übrigens, diesen Schuss. Ja, ziemlich harter Boy, der. Oh. Natürlich ist es auch sehr wichtig, dass ihr selbst nicht gewackbannt seid oder mal gewackbannt wurdet. Ja, auf einem Wack-Account könnt ihr das natürlich vergessen, nach Cheatern gucken zu dürfen. Das ist logisch. Ich denke, das muss man keinem sagen, aber ich habe es trotzdem nochmal gesagt. Also Wettkampfsiege, Spielzeit, Accountalter und Skillgruppe. Das sind die öffentlichen Informationen, die man direkt aus dem Internet herauslesen kann, die Steam bzw. Valve ja öffentlich gemacht haben. Es gab aber auch schon Fälle, wo Leute eben nicht die Overwatch-Schaftigkeit erreicht haben, obwohl sie diese Sachen erfüllt haben. Viele gehen dann von einem weiteren Teil aus, und zwar dem eigenen Alter, dass man, ja, wie alt man eben ist. Komm, Jean-Baptiste. Na also, Jason, das war sogar nur ein Bot. Oh mein Gott, Leute, ich bin gerade so am Reinregeln. Was ist mit mir los? Ich habe gerade ein bisschen Angst vor mir. Cheat ich gerade oder was? Overwatch? Und ich bin gerade total am Reinhexen. Was machen die denn? Der eine ist wie ein Bot und der andere auch, obwohl der andere gar kein Bot war. Merkwürdig. Stehen geblieben. Ach du Scheiße. Bin ich gerade am Cheaten oder was? Ich wollte gerade sagen, hätte ich den jetzt auch noch geneift, dann wäre ich aber wirklich laut geschrien. It's your boy, Skinny Penis. Oh, vielleicht kriege ich ja den Sieg. Doch, geschenkt. Leute, wie sieht's aus? Hallo? Es wäre so schön, ein Sieglein zu sehen. Na, 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 na. Hi, Boys. Okay, wartet. Kurze Konzentrationsphase. Hey! Ah! Scheiße, ich verschwende gerade Runde um Runde, weil ich hier direkt, ich krieg keinen Vollidiot. Ich brauche einen, der behind it ist. Ich habe auf dem Bildschirm gespuckt, ich sehe nicht genug. Dumm. Am I dumb or what? Hallo? Hallo, Bre? Oh, die holen langsam auf. Also wir sagen einfach mal, ich hätte schon gewonnen. Es ist eigentlich ein verdienter... Nein! Na also, es hält sich in Grenzen. Ihr habt also gehört, worum es geht. Wettkampfsiege, Spielzeit, Account, Alter, Skillgruppe. Scheinbar zählt da noch das Alter mit rein, aber das habe ich nirgendwo offiziell bestätigt bekommen. Viele sagen nur, ey, ich habe alles erfüllt und das passiert nicht. Und dann sagt jemand, ja, ich bin gerade 18 geworden und jetzt geht's. So, was weiß ich. Also ich weiß gar nicht, ob man in Steam sein Alter angibt. Lirum larum. Wenn ihr selbst zu oft reported wurdet, dann wird es wahrscheinlich auch nicht gehen. Also wenn ihr einen Account voll mit Reports habt, die zwar nicht zu einem Bann geführt haben oder zu einem Overwatch an sich, aber ja, das zählt da wohl auch mit rein. Steam will einfach vertrauenswürdige Leute haben, weil das eben auch ein Job ist, der Vertrauen erfordert.
Es geht ja immerhin um was, also dass man Leute bannt vielleicht sogar. Wenn ihr öfter Overwatches macht und die auch gut macht, also so, dass es zu einem Bann verläuft oder nicht Bann, so dass ihr eben übereinstimmt mit den anderen Overwatchern, dann bekommt ihr eine hohe Punktzahl, also dann steigt eure Overwatch-Punktzahl. Und wenn ihr dann noch aktiv seid im Spiel, dann bekommt ihr auch mehr Fälle. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich fallmäßig alle 8 Minuten einen neuen bekommen könnte. Bei anderen dauert es vielleicht länger, bei anderen geht es vielleicht noch schneller. Ja, einfach aktiv sein in Counter-Strike selbst und eben als Overwatcher am besten eine gute Score haben und dann passt es. Hab gerade gestern wieder den Boost bekommen für diese Ultra-Hacker-Lobby, wisst ihr noch, in dem Overwatch. Ich hoffe, ich war so genau wie möglich, immerhin war es ja in dem Spiel. Wisst ihr was? Ich trage diese 4 Punkte Wettkampfsiege, Spielzeit-Account, Alter, Skillgruppe mit den Daten, die ich noch im Kopf habe, wie es bei mir war, einfach unten in die Videobeschreibung. Okay? Falls ihr euch jetzt sagt, was? Vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Daumen nach oben geben, wenn ihr wollt. Ciao, ciao!